Ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 2021, My Team Season 2. Und ja, es regnet wieder. Wie letztens auch schon in Monza, regnet es auch leider heute wieder. Es ist ein bisschen mühsam, es ist auch ein bisschen schwieriger und heute wird es auf jeden Fall, ja, leider in den letzten paar Runden ein paar Szenen geben, auf die ich nicht ganz stolz bin, die sehr dumm gelaufen sind. Aber hier mal Sochi, stand diese Woche auch sehr in der Debatte, 18 Kurven und 2 DRS zum Abonnieren, gerne den Channel kostenlos, lasst doch gerne ein Däumchen rum da. Und ja, wir haben hier 18 Kurven und wie gesagt, schaut auch gerne auf Instagram vorbei, IT-Gaming, und auch gerne auf TikTok, auf IT-JT, da gibt es immer wieder coole spezielle Clips, auch gerne auf IT-Tobi, gibt auch viel Stuff-Links wie mal in der Bio. Aber jetzt kommen wir hier mal zurück. Unser erster Versuch hat uns sehr souverän auf den ersten Platz gebracht und wir sind nur sehr, sehr knapp mit, Sennes ist jetzt auf 1, gehüpft. Und wie gesagt, der fährt auch unmittelbar vor uns, also der wird uns vielleicht einen kleinen Tow geben. Und wie gesagt, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall sehr komisch, was da gerade in der Formel 1 abgeht. Ich muss mal reden drüber. Auch wenn dann die Entscheidung gefallen ist, ob russischer Fahrer... Wir fangen mal ganz vorne an. Es natürlich geht jetzt um die Debatte mit dem Russland-Ukraine-Krieg. Und zwar wurde ja Sochi aus dem Rennkalender gestrichen. Ist natürlich jetzt ein sehr komisches Terrain, dort zu fahren. In Kriegsgebieten und so weiter. Auch unter Beschuss oder so will keiner fallen und deswegen finde ich die Entscheidung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben hier Lila, by the way, im ersten Sektor sehr, sehr gut mit 5/10 Vorsprung. Wir holen uns hier einen fetten Windschatten von Ayrton Senna, das ist sehr gut. Und wie gesagt, das ist natürlich sehr, sehr gut, dass man da konsequent durchgeht. Und man hat jetzt auch leider bei der FIFA gesehen, die haben Russland aus der WM geworfen, aus diesen Playoffs und so weiter. Ich muss hier unbedingt an Gasly irgendwie vorbei. 2/10 hat er uns hier schon abgezogen, das wird sehr knapp. Und man hat Russland aus den Playoffs geworfen, auch nicht nur aus den Playoffs, sondern auch komplett aus der WM rausgestrichen. Und ja, jetzt auch dann bei der UEFA hat man alle Champions, die Clubs, alle russischen Vereine, die in der Champions League, in der Europa League, in der Nations League und so weiter, also in allen UEFA-Wettbewerben sind auch rausgeworfen. Und das ist natürlich jetzt nicht so gut für Nikita Mazepin, weil ja, wenn die alle rausgeworfen werden, jetzt hat auch der ukrainische Motorsportverband, die haben darum gebeten oder beziehungsweise die haben eigentlich gefordert, dass man, wir gucken uns hier mal kurz die Startbestellung an. Wir starten vom ersten Platz, Ayrton Senna hinter uns. Sehr, sehr gut. Doppelpol. Auch hier Norris und Ricciardo und Bottas und Hamilton. Ja, alles gut. Oh mein Gott, Perez und Verstappen, come on. Och man, Sainz, du hast gejoked. Gasly auf 10, dann Alonso auf 11. Der Regengott hat ein bisschen nachgelassen, Sainz. Dann haben wir Tsunoda auf 11 und Ocon. Tsunoda auf 13, Ocon. Stroll dann auf 15 und Vettel. Latifi und Kimi Räikkönen, leider schon in Rente. Russell und Giovinazzi und in der letzten Startreihe sind Mick vor Mazepin. Und bei dem geht es jetzt weiter, wie perfekt das immer letzte ist. Jetzt kommen wir da gleich eine schöne Überleitung. Und zwar, befürchte ich jetzt, dass der wahrscheinlich auch ausgeschlossen wird, dass alle russischen Rennfahrer, aus den Wettbewerben rausgenommen werden. Der Start war alles okay, Alter, wir stehen da quasi. Jetzt habe ich mal hier, Senna abgedeckt, aber der kommt auch innen durch. Obwohl, der Start war okay, muss ich sagen. Hier zünden wir die Rakete. Und da gehen wir weg an allen. Senna sehr gut weggekommen, zweiter geblieben, Norris und Ricciardo, aber Norris ist an Senna vorbei, oh nein, obwohl das, der könnte sich dann nochmal fangen, ja, ist nicht vorbei, jetzt bremsen wir hier nicht zu spät, sonst sind wir dann neben der Strecke, ich muss da auch immer tippeln ein bisschen. Alter, der kommt hier noch vorbei. Mein Gott, da kracht's zwischen Senna und Norris. Ach du Scheiße. Und apropos, jetzt möchte ich mal kurz hier durchschnaufen. Was war das denn bitte für ein Start, für eine erste Kurve, für eine zweite Kurve, für eine dritte Kurve? Ja, in der vierten hätten wir es fast verloren, aber in der fünften haben wir uns dann wieder gerettet. Sala. Um jetzt zurückzukommen, was soll ich sagen? Ich befürchte natürlich, also wenn das in Kraft tritt, die FIA hat gestern getagt. Und wird dann noch wahrscheinlich bald Entscheidungen oder irgendwie was veröffentlichen, denke ich mal. Man wird jetzt nicht ewig das im Raum stehen lassen. Die haben da gefordert, dass die, alle Fahrer mit russischer Rennlizenz aus den Wettbewerben ausgeschlossen werden. Und das würde auch Daniel Kvyat in der IndyCar-Serie. Weiß ich nicht genau, ob das ihn betreffen würde, weil er ja wohl international ist es ja auch. Also schwierig. Natürlich würde es auch Robert Schwarzmann treffen, den Russen.
in der Formel 2. Und natürlich auch noch, ja natürlich, Nikita Mazepin, der ja auch in der Formel 1 unterwegs ist. Ich bin sehr gespannt, ob sich dann einiges tun wird. Also es wird sich alles noch entscheiden. Und das, meine Lieben, 18 Tage bevor die Formel 1 losgeht. Also ich weiß ja nicht. Also wenn ich ein Fahrer bin, würde mich das schon sehr beunruhigen. Ich meine, du musst dich jetzt sowieso mit diesem ganzen Krieg auseinandersetzen. Jeder zeigt auf dich, weil du Russe bist. Er kann ja nicht das meiste für das, was er da, was sein Land da abzieht. Dann noch auf jeden Fall muss man auch sagen, du musst dich auch danach wieder fokussieren. Jetzt kommst du aus den Testtagen, denkst, oh, das Auto ist besser geworden, schlechter. Musst dich auch ein bisschen auf die Season vorbereiten, weißt aber nicht mal, ob du fahren darfst, weil du Russe bist. Und das ist schon ein bisschen schlimm. Ich kann das natürlich verstehen. Ich meine, ich möchte aktuell auch nichts mit denen zu tun haben oder so. Aber er an sich, vielleicht wohnt er nicht mal in Russland. Ich denke mal, er wohnt in Dubai oder so. Ich meine, er hat ja auch Ronaldo im Gym in Dubai getroffen. Und dennoch muss ich sagen, das ist echt gerade sehr, sehr schwierig, auch für die FIA. Ich meine, dass sie da einen Fahrer bestrafen. Alter, das war auch echt sehr knapp hier mit Senna. Der war auch teilweise sehr gut, dass sie da einen Fahrer bestrafen für die Taten eines Machthabers oder so. Das ist sehr schwierig. Also ich bin sehr gespannt, was da abgeht. Und was tippt ihr, schreibt unbedingt gerne in die Kommentare. Jetzt gehen wir aber hier mal wieder zurück zur Commentary. Falls es neue Nachrichten gibt, werde ich auf jeden Fall ein News-Video hier machen. Also da könnt ihr euch gefasst machen drauf. Salam. Und hier raus aus der ersten Kurve in der fünften Runde. Es ist nicht viel passiert. Wir konnten uns hier leicht, aber wirklich nur leicht von dem Regen Gott Senna absetzen. Ein bisschen mehr dann schon sichtbar von Ricciardo und Hamilton. Und jetzt wird es dann schon ordentlich hier, ja. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie mit den Witterungsbedingungen besser wird, aber das ist wahrscheinlich nicht, also wir werden wahrscheinlich ein komplettes Regenrennen fahren müssen und das wird dann halt sehr langweilig, wenn du da vorne wegfährst. Natürlich hast du hier, auch musst du managen, musst du aufpassen, dass nichts passiert und, aber dennoch, ich meine, in Wirklichkeit, ja, es passiert hier nicht viel. Also, ja, man fährt hier vorne, muss halt richtig aufpassen, guckt da unten rechts. Also ich musste wirklich immer ganz, ganz vorsichtig aufs Gas gehen, sonst ist das Heck da. Das ist echt sehr, sehr schwierig zu fahren. Echt sehr schlimme Bedingungen aktuell. Ist sehr ekelhaft zu fahren, aber trotzdem macht es irgendwie Spaß. Also wenn man dann guckt, so, ja, du schaffst es dann doch so, hier noch eine Zehntel zu finden, hier noch eine Zehntel zu finden, macht das schon ordentlich Spaß. Und was sagt ihr, was ist euch lieber, Regen oder doch trocken? Also ich muss schon sagen, trocken ist mir schon um einiges. Früher hätte ich auf jeden Fall, früher in F1 2021, also in der früheren Phase des Games, hätte ich auf jeden Fall gesagt, Regen. Weil im Regen hat sich das Auto viel besser angefühlt. Und die haben das jetzt ein bisschen geändert. Jetzt macht es im Trockenen auch wieder ein bisschen mehr Spaß. Und es ist auch im Regen ein bisschen schwieriger geworden. Ich meine, ich pushe jetzt auch zu übertrieben in die letzten Kurven. Viel zu spät auf der Bremse. Dann den Scheitel verpasst. Also das war echt eine Horrorkurve. Wir verlieren da auch direkt an Platz, an Boden zu... Ah, jetzt geht's wieder, jetzt habe ich ES aufgedreht. Ja, das kannst du auch ziemlich gut im Regen managen, muss ich sagen. Ja, hier wieder drüber gerutscht, habt ihr es gesehen? Das Auto wollte nicht einlenken, musste ich geradeaus fahren. Normalerweise fährt man bis oben hin und dann zickzack, wo dann Carlos Sainz, glaube ich, 2020 mal, ja, die Mauer berührt hat. Er hat zwar gesagt, ja, es ist das Auto hat nicht eingelenkt, also, aber man muss natürlich auch sagen, ja, hat da vielleicht ein bisschen das Tempo und auch die Kurve unterschätzt. So, aber jetzt hier wird es sehr spannend. Wir sind in der 12. von 13 Runden und wir haben ordentlich an Plätzen verloren. Die Vorderreifen geben so langsam aber sicher den Geist auf. Und wir müssen jetzt das Auto hier die letzten 1-2 Runden noch übers Ziel retten. Nein, Hamilton hat Senna überholt. Es wird jetzt so knapp, Leute. Es wird so knapp. Alter, das Auto lässt sich fast nicht um die Kurve lenken. Alter, das geht hier echt gerade an die Substanz. Alter, Hamilton, spinnt. Da fährt er uns auf der Seite rein. Da fliegt ein Teil und uns dreht hier weg. Ja, das ist, oh mein Gott, gerade noch so gerettet. Gerade noch so gerettet. Hier ist Hamilton auch vorbei. Da müssen wir unbedingt wieder reingehen. Ja, scheiße, Mann. Jetzt haben wir hier gegen Senna den ersten Platz verloren. Das war natürlich jetzt alles andere als gut. Das war, ja... Ich war so perplex, dass der da reinsticht. Wir werden uns das nachher natürlich noch in den Replay angucken. Aber das war echt sehr, sehr hardcore von Herrn Hamilton. Also für das, dass er so ein Regenprofi ist, hat er schon ordentlich hier, ja, gechoked.
Der hat doch richtig gechoked, der Mann. Aber ich glaube, wir können das retten. Also, ja, wir haben ja kein Problem. Aber hier will ich wieder zu viel. Jetzt gucken wir mal kurz auf die Replay zurück. Hier ist noch Runde 7. Da waren wir einmal knapp mit Senna zusammen. Hat auch richtig Spaß gemacht. Der wollte da innen vorbei. Wir haben auch sehr gut hier gedeckt. Aber das war jetzt nicht so, dass wir da Pampakar gespielt hätten oder so. Und hier, ja, schaut euch das mal an, wie schön das war. Mir nervt ein bisschen bei der Replay, dass man diese Regentropfen an der Cam hat. Also ich weiß nicht genau, das gibt mir auch kein richtig cooles Gefühl oder so. Ich mag das gar nicht. Hier sehen wir es. Ja, ich habe nicht damit gerechnet. Erstens mal wäre genug Platz gewesen. Aber ich denke mal, auch Hamilton war ein bisschen irritiert, dass ich da fast nah an die Mauer rangefahren bin. Er wollte doch irgendwie ausbrechen. Aber dann kam dieser Wegdreher. Und ja, das war sehr... Boah. Also, einen Ticken später reagiert und der Struggler hätte mich in die Mauer geworfen. Senna rasiert. Halleluja. Da geht gar nichts mehr heute. Da geht nichts mehr. Wir werden jetzt fast noch von Daniel Ricciardo überholt. Er ist es auch aus. Vorletzte Kurve. Und die letzte Kurve, Leute, retten wir uns noch ins Ziel. Also das war alles andere. Eigentlich hat es gewirkt, als ob es ein perfektes Rennen wird. Makellos, aber dann, Leute, dann ist es einfach ganz anders gekommen als erwartet. In der Endphase, in den letzten zwei, drei Runden, haben wir ordentlich am Pace, am Platz verloren. Und dann natürlich auch leider den Führungsposten. Aber natürlich nur an unseren Teamkollegen. Das ist natürlich hier so... noch das Gute vom Schlechten, dass Ayrton Senna hier gewinnt mit seinem Helm. Ich finde das so schön, Leute. Er hat sogar den Helm von damals oben. Es ist ziemlich cool. Ich gönne ihm den Win. Ich glaube, es ist eh sein erster in unserem Team. Und der hat sich schnell eingelebt, muss man sagen. In Belgien, glaube ich, haben wir das erste Rennen gefahren. Da ist er knapp am Podium vorbei. Dann Monza, perfekt. Also Podium, auch Zandvoort, Podium. Also Zandvoort zuerst, dann Monza Podium und jetzt hier der Win. Also der Mann macht sich, das ist echt ein Wahnsinn. Der ist eine Klasse für sich, eine Macht für sich. In Japan, ich weiß nicht, kommt noch ein... Ja, Singapur kommt noch. Oder hatten wir Singapur schon? Ich weiß gar nicht mehr, Leute. Ich glaube, Singapur kommt noch, dann kommt noch Japan. Und also in Japan werden wir alles nochmal tauschen, was geht. Ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall noch eine heiße Endphase. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Ja, vielleicht schon den Sack in Singapur zumachen können für den Weltmeistertitel. Steht noch offen, kommt ganz drauf an, weil die Spitzenreiter haben heute ein bisschen am Platz eingesteckt. Wir sehen es, Valtteri Bottas nicht in den Top 10, auch Lewis Hamilton nicht in den Top 10 und so haben wir einen mächtigen Vorsprung von 156 Punkten, weil die Mercedes wieder nicht in den Punkten waren. Also noch ein so ein Rennen und wir haben es geschafft. Wir sind das erste Mal Weltmeister und das viel zu früh. Das war so eine schlimme Season am Anfang und jetzt sieht es aus, als ob ich auf Schwierigkeit 5 fahren würde. Aber das Auto ist auch teilweise echt sehr stark. Also wirklich, da kannst du nicht sagen. Das Auto ist teilweise verdammt stark, aber dann andernfalls wieder sehr, sehr lasch. In Frankreich haben wir gesehen, da sind wir auf der Geraden vernascht worden von den Gegnern. Und hier wiederum haben wir die Gegner auf der Geraden vernascht. Also das ist wirklich, ja, erwähnenswert. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wieder 1,5 Millionen gibt es da drauf. Und sollen wir noch eine dritte Season drauflegen? Ich weiß nicht, wann das nächste Formel 1 kommt. Es kommen nur noch ein, zwei Mal Team folgen die Woche. Also ich bin mir nicht sicher und es kommt auch nicht so gut an. Also wir werden mal gucken. Schreibt gerne in die Kommentare, abonniert gerne den Channel. Schaut gerne auf its-tobi vorbei. Auf TikTok, da sind wir 10.200 Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut alle Links wie immer unten in der Bio. Vielen Dank und abonniert gerne auch kostenlos den Channel. Wir werden natürlich hier noch ein bisschen weiter upgraden. Es ist noch nicht die Meldung gekommen, dass sich nächstes Jahr alles ändern wird. Und wir sind in Singapur nächstes Mal. Bis dahin, danke fürs Zugucken oder später auf TikTok oder morgen und ciao. Yeah, I'm going track to track, trying to master rap. I never gave it up when they called me whack. I gotta run the game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.